Hey Leute und willkommen zur zweiten Zielvorstellung. Und da die ziemlich gut angekommen ist bei euch, dachte ich mir, machst du einfach nicht eine Zielvorstellung pro Woche, sondern zwei. Und ja, da habe ich auch schon den nächsten coolen Seed gefunden. Ihr könnt mir natürlich auch gerne welche schicken. Und wartet einmal kurz, ich mache einmal Time Set Day. So, das hat man jetzt gar nicht gesehen. Und ja, also man spawnt hier auf einer kleinen Insel im Sumpfgebiet, da hinten, wo der Dschungel ist, da hinten, da ist Festland. Und ja, man spawnt nämlich direkt vor einer Schlucht. Also richtig hammergeil. Hier sind richtig viele Höhlen und sowas alles. Halt so sumpfige Landschaft, ne? Und so. Und genau. Dann sind da Strömungen. Dann gehen wir mal kurz hier gucken. Also das ist eine richtig, richtig dicke Schlucht. Die geht einmal hier lang, dann ist hier noch so ein Kraterteil. Dann geht sie hier weiter. Dann ist hier noch überall Höhlen, 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 Höhlen. Höhlen, Höhlen, Höhlen. Also ihr seht schon, hier überall sind Höhlen. Und ja, aber das Geilste ist ja noch, hier oben auf dieser Plattform, oder ne, da, steht ein Hexenhaus mitten in der Schlucht. Der Baumstamm geht von unten bis oben zum Hexenhaus. Und da spawnen die Viecher dann auch. Hier einen schönen Kessel und ein Crafting-Table habt ihr. Na, hier so ein bisschen. Na, könnt ihr alles schön machen. Hier schenken wir der Hexe auch wieder, wenn er mal eine spawnt. Und ja, dann habe ich mir halt ein paar Koordinaten aufgeschrieben. Minus 217, 98. Warte, ich müsste das auch noch so wissen, wo die sind. Also man muss hier runter. Einmal hier hinter. Da. Wunderschöne Diamanten. Ich kann einmal gucken, wie viele das sind. Gönn dir, Torben. Scheiße. So, hier, ich brauche ja noch so einen. Genau, dann buddeln wir uns da einmal runter. Zwei. Drei Stück müssten das sein. Vier Stück, oder? Dahinter noch? Läuft noch? Ne, vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Vier Diamanten habt ihr hier schon mal. Heißt schon eine schöne Dia-Spitzhacke. Oder halt Dia-Schuhe oder so, aber ich schätze mal eher eine Dia-Spitzhacke. Ist ja eigentlich sinnvoller. So, und dann zu den nächsten Highlight hier in der Schlucht. Hupsala. Geht es hier lang. Dann hier und hier rein, glaube ich. Ja! Ihr habt es schon gesehen, hier sind wieder Diamanten. Warum mache ich das weg? Ich bin noch nicht in der Season und muss alles auf sicher gehen. Ja, komm. Jetzt brauche ich eine Fackel. Warum geht denn das beschissene Wasser nicht weg? So. Und das sind diesmal zwei. Das heißt, ihr habt jetzt könntet theoretisch eine Dia-Spitzhacke und ein Dia-Schwert haben und habt dann immer noch einen Diamanten übrig. Ja, das ist auf jeden Fall hier von den Höhlen. Da will ich jetzt nicht alles zeigen, weil mir das einfach zu lange dauert. Dann gehen wir einmal ganz kurz wieder nach oben. Alter, sind hier viele Höhlen, ey. Zack, 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 tick, 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 tick. Und wir sind mitten im Wasser. So. Da ist der Eingang der Schlucht, da ist das Hexenhaus. Und jetzt habe ich mir noch Koordinaten aufgeschrieben. 11 und minus 697. So. 11. Da müssen wir einfach so ein bisschen fliegen. Ja, und vielleicht schon, was es ist. Wann bin ich bei 11? Jetzt bin ich bei 11. Und minus 697, dann in die Richtung. Ihr ahnt vielleicht schon, was es ist. Ich habe das euch einfach nur rausgesucht, um euch das zu zeigen, wo das so ist und so. Dies, das. Ganz viele Tintenfische hier. Standard. Überall sind die. Genau, dann kommen wir auch schon hier an dieser kleinen Insel vorbei.
vorbei. Also mit dem Boot ist das kein Ding, die Distanz hier zurückzulegen. Das geht dann auch relativ fix. Fix, fix, fix. So, ich habe gerade keinen Plan, wo ich bin. Ich muss einmal die Koordinaten wieder anmachen. Okay, noch ein Stückchen. Da habe ich es auch schon. Und das da, was da hell ist, das ist nur eine Höhle mit Lava. Habe ich auch ausprobiert, geguckt, was da ist. Aber das hier ist wichtig. Ihr werdet schon ahnen, was das ist. Denn ich springe einfach mal runter und es ist ein Stronghold. Richtig. Hier sind auch schon. Lol. Man kann sich den so nehmen. Das ist geil. Ich wollte eigentlich das, die Enderperle da drin, aber. Ja, so hat man dann auch noch ein Enderportal. Scheiße! Jetzt bin ich auch noch im End. Na super. Lass mal Hallo sagen. Kuckuck! Wie geht's euch denn hier? Hm? Alles gut bei dir? Ja, und du? Du bist auch gut? Ja? Komm her. Ja, gut, alles gut bei dir. Ja, auf jeden Fall. Boah, jetzt meckert doch nicht so rum. Hier, bumm. Und bumm. Und bumm. Und bumm. Machen wir die Dinger kaputt, das macht voll Spaß. Ne, wir nehmen so einen Bogen, damit wir hier nochmal unsere Skills beweisen können. Pass auf, den treffe ich! Und den da auch! Und den da! Ne, den habe ich schon getroffen. Den da hinten weiß ich nicht. Der ist ein bisschen weit weg. Okay, ein bisschen höher. Noch ein bisschen. Wie weit ist denn der weg? Lol. Jetzt war es knapp. Zack. Ja, warum fliegt mir der im Weg? So, getroffen. Das nicht getroffen. Junge, halt dein Maul, ey. Komm her! Boah, Junge, ich. Komm hier. Mach gut. Ja, genau, flieg mir im Weg. Scheißvieh. Zack. 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 Ja, läuft bei mir. Und zack. Juhu! Vollattacke! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Ich sehe ihn nicht mehr, er ist weg. Sollen wir den eben töten? Ja, gut, machen wir. Weil ich habe sonst nichts Besseres zu tun hier bei der Seed-Vorstellung, weil die ja ziemlich schnell ging. Dann sag ich jetzt, nee, Schutz 4 will ich nicht. Ich will hier Schärfe 5. Was kann man denn für den benutzen? Verbrennung geht, glaube ich, gar nicht bei dem. Läuft nicht bei dem. Und Bann. YOLO Swag. Ach, das geht gar nicht. Naja, gut, dann machen wir es so. So, wo bist denn du? Scheißvieh, da. Ich bin schneller als du, Nubi. Weil ich einfach Skiller bin. Scheiße, ich bin doch nicht schneller als der. Egal, ich treffe dich trotzdem. Boah, Junge, du kriegst jetzt richtig. Schwur, ey. Nein! Kassier! 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 Gönn dir! Boah, Junge, der kriegt richtig auf die Fresse, Alter. Ich muss meinen Bogen mal kurz auf die 2 tun. Zack. Ja. Boah, Junge, ich mach das jetzt voll Skiller, so. Boah, Junge, du Spaste, ey. Warum schießen meine Pfeile nicht? Habt ihr das gesehen, Leute? Meine Pfeile sind da nicht rausgekommen. Da kommen keine Pfeile! Hat er meinen Bogen zerstört? So, jetzt. Ja, jetzt geht's wieder. Boah, Alter, nerv nicht. Komm, geh tot.
Boah, Alter, wie viele Leben hatten der noch? Boah, ich will euch hier ein bisschen unterhalten, ja? Das funktioniert mit dem nicht. Ich will nicht so lange für den brauchen. Geh sterben. Boah. Fuck. Vieh. Du hast doch gar keine Schnitte. Ich bin im Creative. Da, warum? Ja, der Pfeil fliegt unter dem her. Warum treffe ich den denn nicht? Boah, Alter, jetzt ist der wieder von der Bildfläche verschwunden. Jetzt kassiert er. Gut, noch die Hälfte, Leute. Den machen wir jetzt noch tot. Wir bräuchten auch noch so einen geilen Bogen. Komm, das machen wir auch noch eben. Weil wir es einfach drauf haben. Ja, Leute, Stärke, Schlag. Zack. Und zack. So, jetzt läuft das. Wo ist das Vieh? Komm her. Komm her zu Papi. Komm her. Komm, Gucci, Gucci, Gucci. Boah, Junge, der kassiert. Der ist tot, der ist tot. What the fuck? Stirb doch. Boah, jetzt kriegt ihr den letzten Hit, ey. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Headshot, Junge. Du hast keine Schnitte. Das war's von ihm. Wir dürfen nur nicht in das Portal reinspringen, sonst kommt erst der ewig lange Abspann. Hui! Hui! XP, XP! Jetzt bin ich wahrscheinlich Level 90 oder so. Und wo ist das schöne Ei? Da ist das Ei. Das muss ich abbauen mit einem Pisten. Oder mit TNT. Ich mach's mit TNT. Ich bin mehr so der TNT-Typ. Wisst ihr Bescheid, Leute. Oh, darauf kann ich das nicht machen. Ihhh, geh kaputt, Ei. Nein! Es ist kaputt. Naja, egal, Leute. Da machen wir jetzt hier drauf unser kleines Podest. Wie immer aus Diablöcken. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Torben Seeds und bye!